und hängt euch an Gott. Und wenn es dann richtig stockfinster ist und nichts mehr weitergeht, ich könnte euch da Geschichten erzählen, wenn ich länger als 25 Minuten hätte, wie das sein kann, wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten, hinten und vorne ist, wenn alles zerbrochen ist, wenn man nichts mehr hat. Hängt euch an Gott. Er will verwandeln. Aus Menschen, die das Ihre suchen, will er Menschen machen, die nach dem Reich Gottes trachten. Das ist eine Verwandlung, Metamorphose. Und das geht nicht von heute auf morgen und das ist auch nicht mit einem Gebet und auch nicht mit einem Gottesdienst erledigt. Sondern das sind Prozesse, die unsere Lebensgeschichte durchdringen. Und da können wir einander Mut machen und Verwandlungsgeschichten erzählen. Und Verwandlung kann ich nicht machen. Das ist für mich das Entscheidende. Im Griechischen ist das da im Römerbrief eine Passivkonstruktion. Die kann ich nur geschehen lassen oder ich kann sie verhindern. Das kann ich. Indem ich mich wehre gegen das, was in meinem Leben geschieht. Indem ich sage, ja, Gott ist ungerecht. Der hat mir das genommen und das und den anderen geht's gut und mir geht's schlecht. Typisches Raupenverhalten. Die Raupen gehen auch immer dahin, wo das Gras noch grüner zu wachsen scheint. Also die Raupen, die fressen sich auch durch alle Gemeinden durch. Und sie werden nie die perfekte Gemeinde finden, weil sie ja nun schon da sind. Das ist so ein Elend, dass wir in diesen Raupen uns so festfressen. Aber jetzt schauen wir doch mal, wie der Vollender uns seine Vollendung verheißt. Der Text, der uns für heute gegeben ist, steht im Buch der Offenbarung in einem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Das ist diese Gemeinde, zu der der Herr sagt, weil du weder kalt noch heiß bist, weil du lau bist, will ich dich ausspeien. Also ich sage es mal auf Hochdeutsch, diese Gemeinde ist zum Kotzen. Das kennen wir vielleicht, solche Gemeinden. Jesus kennt solche Gemeinden. Was muss das für ihn für ein Schmerz sein? Eine laue Gemeinde. Da geht es nicht um den Musikstil oder um den Gebetsstil, da geht es nicht um die Predigtlänge, sondern da geht es darum, ist diese Gemeinde feurig für Jesus? Jesus sucht nicht die perfekte Gemeinde, nicht die perfekten Pastoren, sondern er sucht die Leidenschaft für ihn und für sein Reich. Dass er der Wichtigste wirklich wichtig ist, das ist das Kriterium. Und dass nicht alle möglichen Projekte so wichtig sind, dass wir uns darüber streiten. Sondern es geht ihm darum, dass Menschen ihn in die Stadt, ins Land tragen. Und Jesus sagt, du denkst, du bist reich, du hast alles. Du hast das tollste Musikteam, du hast den elegantesten Pastor, du hast die meisten Veranstaltungen, du hast die größten Gottesdienste. Du denkst, du bist reich. Und Jesus sagt, nein, ich habe andere Maßstäbe. Ich war über viele, viele Jahre, 16,5, das war für mich damals sehr viel, Pfarrerin in kleinen ländlichen Dorfgemeinden. Kleine Kirchen, kalte Kirchen und zum Gottesdienst kamen 4 Leute, 5 Leute, manchmal kam keiner. Und ich habe gespürt, wie das Herz Gottes für diese Gegend schlägt und wie er da nicht die perfekte Gemeinde sucht, sondern ein paar Leute, die sagen, Jesus, du bist der Herr, du bist der König. Und dass wir die Kriterien von Jesus übernehmen für unsere Gemeinden. Und ich glaube, manche große Gemeinde, manche scheinbar blühende Gemeinde ist für Jesus ein größeres Problem als kleine, kümmerliche Haufen. Und ich rede jetzt hier nicht für die kleinen Zahlen und alles gut, nein, nein. Sondern Jesus schaut anders hin, als wir weithin hinschauen. Und er hat für diesen Haufen, den er zum Ausspeien findet, hat er riesengroße Angebote. Das ist unser Gott. Er sagt, ich habe für euch
Läuterung. Ich habe für euch Gold als wahren Reichtum. Ich habe Kleider, um die Schande zu bedenken. Ich habe Augensalbe, damit ihr die Wahrheit sehen könnt. Er sagt, ihr seid zum Ausspeien, aber alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Macht also ernst und kehrt um. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, werde ich das Vorrecht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Was für eine Perspektive für einen lauwarmen Haufen. Was für eine Perspektive für eine Gemeinde, die eigentlich zum Ausspeien ist. Jesus hat keine grundsätzliche Verdammung für nichts und für niemanden und für keine Gemeinde dieser Welt. Auch nicht für die Gemeinden, die bei der Evangelischen Allianz nicht mitmachen. Auch für die nicht. Jesus sieht die ganze Christenheit in dieser Stadt. Auch die, zu denen wir überhaupt keinen Kontakt haben. Und genau da sagt er, ich finde das zum Ausspeien, ich bin traurig darüber. Aber ich habe für euch, kehrt um, habt Acht, haltet durch. Ihr, die ihr müde geworden seid, auch an Einheitsbemühungen und sagt, ja gut, es geschieht was, aber doch viel zu wenig. Haltet durch, bleibt dran, es gibt eine große Verheißung. Und das sind völlig neue Dimensionen. Wenn der Vollender seine Verwandlung vollendet, dann geht es um ganz anderes als das, was wir kennen. Und wir sind auf dem Weg, als Einzelne und als Gemeinden. Und das Reich Gottes wird wie unter Wehen geboren. Und wenn dir in deinem persönlichen Leben gerade alles wehtut, dann hast du die Hoffnung, dass Gott Neues geboren werden lässt. Und wenn es in einer Gemeinde so ist, dann nehmt die Hoffnung und haltet durch. Früher warf man dem Christentum vor, aufs Jenseits zu vertrösten und so über die Probleme der Gesellschaft hinwegzutäuschen. Ich bin mit solchen Sachen in der Schule ja aufgewachsen. Staatsbürgerkunde in der Polytechnischen Oberschule der Deutschen Demokratischen Republik. Ich gehörte zu den Leuten, die davon lebten, dass andere vertröstet werden aufs Jenseits. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute in der Gefahr stehen, uns gegenseitig aufs Diesseits zu vertrösten. Und auf das, was wir hinkriegen. Aber das, was wir hier erleben, ist ja nur Anzeichen, nur Angeld von dem, was Gott vorbereitet hat. Im Himmel wird es noch ganz anders sein. Könnte es sein, dass unser Leben als Christen so anstrengend ist, weil wir meinen, wir müssten alles in den 80 Jahren unseres Lebens hinkriegen? Wir können uns entspannen, wenn wir wissen, dieser Gott, der in uns Verwandlung begonnen hat, er wird es vollenden. Hoffen wir doch bitte nicht nur für dieses Leben auf Christus. Paulus schreibt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Unser Gott hat eine Perspektive, die über unsere 70, 80 oder 100 Jahre hinausreichen und die über die tollsten evangelischen Allianz-Gebetswochen hinausreicht. Seien wir dankbar für das, was er uns hier schenkt, aber seien wir unzufrieden mit dem, was schon sichtbar ist und strecken wir uns aus nach dem Himmel. Bleiben wir nicht im Diesseits hängen. Vielleicht verlieren wir den Himmel so sehr, weil wir hier so viel haben. Da denke ich an die Christen in der Verfolgung. Und ich glaube, dass die mitten in der Hölle
oft mehr Himmel erleben, als wir, die wir hier so vieles haben und fast alles uns leisten können.